Wagenfeld nennt seine Tätigkeit eine künstlerische Mitarbeit in Fabriken. Er will sich nicht in die Enge eines Faches Produktgestaltung einsperren lassen. Wagenfeld möchte sich offen halten für das Ganze, für alles, was ihm bei der Formfindung in den Sinn kommen könnte. Das Ziel heißt, die Kunst im Leben, in den Dingen des täglichen Lebens aufgehen zu lassen. Erich Schott holt Wilhelm Wagenfeld 1931 für die Gestaltung von feuerfestem Glas nach Jena. Das Konzept der Firma, das Wagenfeld auf absolut moderne Weise in Produktgestaltung übersetzt, ist, dass Geschirr aus der Küche zugleich als Tafelgeschirr funktionieren könne. Glasgeschirr, das funktionell und schön zugleich ist. Der gläserne Kochtopf, der das Umfüllen in die Porzellanschüssel überflüssig macht, der Tassenfilter für den möblierten Herren, in diesen Glasprodukten ist ein wacher Sinn für die sozialen Entwicklungen und die alltäglichen Bedürfnisse zu spüren. Die Entwürfe aus Wagenfelds Werkstatt differieren bei durchgängigem gestalterischen Niveau in ihrer Ästhetik. Kelche von den Vereinigten Lausitzer Glaswerken wie Lobenstein, Oberweimar und Tiefenbronn sind luxurierende Gläser, die Wagenfeld treffend mit einem Gedicht von André Gide charakterisiert. Und ich trank also aus zarten Kelchen, dass sie schon am Munde zu splittern drohten, ehe noch die Zähne an sie rührten. Doch der Trank schien köstlicher aus ihnen, weil ein Nichts ihn von den Lippen trennte. Wagenfelds Formen sind klar und doch spielerisch. Die Formübergänge sind nicht geometrisch starr, sondern weich, fließend. Muster und Ornamente strukturieren eine Anzahl von Gegenständen und erzeugen Vielfalt. Das Gesamtwerk überblickend lässt sich sagen, dass Wagenfeld vorgemacht hat, wie ein menschlicher Funktionalismus aussehen kann, der das Sinnliche, Emotionale, Intellektuelle, Zeitgemäße und Progressive einbezieht.